herzlich willkommen zurück zu FIFA 16 Karrieremodus mit dem HSV und natürlich wieder mit mir, dem Dominik. Huh! In der letzten Folge, ja, haben wir gegen den FC Bayern Munich gespielt und haben 2:1 nach Verlängerung im deutschen Pokalfinale gewonnen. Ja, so schaut's nämlich aus. Wir haben Titel. Das reicht doch, oder? Können wir eigentlich aufhören? Karriereende. Ende aus, Mickey Maus. So muss das sein. So, wir werden natürlich wieder Spieler trainieren. Embolo hat sich das verdient, das Trainieren. Und zwar doppelt und dreifach. Der wird jetzt nämlich alles hier trainiert. Ja, trainieren. So. Dann Ivica Olic hat ja verlängert. Kann ja auch mal einmal trainieren, ja. Nur so ein bisschen. Nee, eigentlich nicht. Dann, Gregoritsch. Ja. Nee, wir nehmen das. Dann nochmal Gregoritsch. Der muss trainiert werden, der Junge. Denn El Rondo klingt gut. Dann nochmal Gregoritsch. Wo bist du da? Wo bist du? Das. Na, muss auch ein paar Tore schießen können. So, dann werden wir alle simulieren hier. Oh, ein F. Nee, ich bin enttäuscht von dir. Ich bin echt enttäuscht. So was geht ja wohl gar nicht. Na dann, Training beenden. Wir haben 2 neue Nachrichten. Turnierpreisgeld, wie viel haben wir bekommen? 3,5 Millionen Euro. Ah, ist ordentlich, oder? Ich find's gut. Einfach mal weitermachen. Der nächste Monat steht bevor. Auslaufende Spielerverträge. Imes Bahic, Finn Porat, Philipp Müller, Tom Mickel. Die verlassen also den Verein. Höchstwahrscheinlich. Verlässt den Verein, das steht ja auch schon fest. Ja, was sollen wir dagegen machen? Emir Spajic. Können wir mit dem noch irgendwann was anfangen? Wie alt ist der? Steht da nicht irgendwo? 35. So, wie alt ist Olic? Der hat ja auch gerade noch so ein Angebot angenommen. Er ist schon 36. Ja, gut, dann überleben. Dann machen wir das noch mit Spajic. Wie viel ist er wert? 2,3 Millionen. Ist er das wert? Also, dann ist das auch scheißegal, oder? Ja, komm, ey. So. Postgang schließen. Weiter. Monatsbericht. Interessiert mich nicht. So, Training. Siehst du, können wir wieder trainieren. Pierre-Michel Lasogga natürlich. Der muss auch trainiert werden. Und zwar auch beim Durchsetzen. Was noch? So, trainiert er schon. Passen? Braucht er passen? Ja, braucht er auch. So, dann unsere Verteidiger brauchen auch mal was. Schwer. Aber das ist noch nicht alles. Du willst nämlich noch was trainieren. Und zwar. Oh. Gute Frage. Was machen wir mit dir noch? Passen, ne? Ja, passen ist immer wichtig. Passen ist ganz wichtig im Fußball. Och, ein F. Ich werde welk. Und das in der. Ach nee. Also, Kleber. Das war nicht gut von dir. So, dann können wir wieder trainieren. Heute sind mal denn die Torhüter dran. Karius. René Adler. Nochmal René Adler. Nochmal Karius. So, und in der Innenverteidigung Gideon Young. Ja, das klingt doch gut. Auch wieder ein F. Auch René Adler. Ha. Na, Gideon Young hat sich wenigstens um eine Stärke verbessert. So, 2 neue Nachrichten. Aktuell ist aus Deutschland und Spanien. Interessieren uns eigentlich quasi nicht. Na, auslaufende Spielverträge. Nein, ich will keinen. Nee, vorbei. Können wir über mein Gehalt sprechen? Können wir gerne machen, aber nicht jetzt. Ach ja, wir können Spieler trainieren. Oh Gott, ich habe schon wieder verplant. Alles klar, denn die Mittelfeldspieler heute, und zwar Luis Holtby. Ballbesitz halten. Nochmal Luis Holtby. El Rondo, ganz wichtig. Thielemans. Durchsetzen. Und passen. Bei dir ganz wichtig eigentlich. Achso, El Rondo Defensive hast du gerade. Okay, dann gebe ich dir nochmal El Rondo in der Offensive. Also zum Passen.
Ja, stimmt, so in der Defensive könnte man auch noch aufbauen, ja. Da siehst du. Läuft doch. So, eine Nachricht haben wir noch bekommen. Könntest du aus Deutschland. Das interessiert mich doch nicht. Transfers in Sicht für Ilicevic. Ja, warum? Siehst du, apropos Ilicevic, könnte man theoretisch auch trainieren. Aber irgendwie auch nicht. Ja, er ist nicht da. Den. Ja. Brauchen wir den? Nein, man kann ihn ja mal trainieren. Komm, wir trainieren den mal. Ja, so zur Sicherheit immer wieder mal. Man weiß ja nie, ob man so einen noch braucht. Dann Lasogga wieder. Schusskraft 90, Alter. Nee, du brauchst ein bisschen Kopf, mein Junge. Du brauchst Kopf. Außenverteidiger Sakai. Dann nochmal Außenverteidiger. Und zwar Diekmeyer. Obwohl, nee, ich würde eher Ashton Götz nehmen. Weil ich glaube, ich sehe in Ashton Götz noch Potenzial. So, siehst du, guck mal. Eine Nachricht. Ach, das ist Italien, sag mal. Die nerven mich. Auslaufende Verträge, ja, komm, interessiert mich nicht. Spieler entwickeln. So, da nehmen wir einfach mal wieder Altintas. Lass ihn das hier wieder machen. Und das wieder. So, da hat er sich doch schon mal hier und da verbessert. So, dann wieder Ashton Götz. El Rondo. Dann Marcos El Rondo. Und Gideon Young El Rondo. Siehst du. Na, guck er doch an. Ist doch gar nicht schlecht. So, drei neue Nachrichten. Was habe ich verpasst? Aktuell ist es die. Lalala. Der Forscher möchte Sie davon in Kenntnis setzen, dass Ihre Position im Verein momentan einen kritischen Prüfung. Ja, okay. Ach, die besteht ja wohl, oder? Oh. Ende steht an. Alles klar. Gott, oh Gott. So, gucken wir uns nochmal hier alles. So, Mohamed Guaida ist wieder da. Dembélé ist auch wieder da. Tolle Saison. Tabellenmittelfeld landen Gratulation. Bla 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 bla. Pipapo. So, weiter. Da 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 da. Ilicevic, ich weiß nicht. Also, ich habe gerade so überlegt. Ilicevic spielte eigentlich relativ gut. Muss man einfach mal so sagen. Also, so manche Spieler, ey, da hat er uns echt den Arsch gerettet, ne? So, aber wen könnte man denn noch verkaufen? Es geht jetzt gerade ums Verkaufen. Und dann können wir wieder kaufen. So, vier neue Nachrichten. Gucken wir uns das nochmal an. Warten, 35 Millionen? Oh, das ist aber lächerlich, oder? Na komm, holen wir uns eine Finanzspritze, Junge. So, wo ist unsere Finanzspritze? Finanzspritze, da siehst du. Jawohl. Dann kommen Stars, Scouten. Das können wir auch mal machen. Oh. Warte mal, Intensivtraining. Löse dieses Objekt ein, um in der Trainerkarriere die Entwicklungsrate in den nächsten 5 Trainingseinheiten zu verdoppeln. Oh, nehmen wir gleich. Boah, lol, ey. Alles klar. So, was haben wir hier jetzt? Scout entsendet. Achso, ach ja, stimmt. Weltklasse. Ach ja, stimmt. Da haben wir ja was gemacht. So, Training, sagst du? Nein, der ist ja nicht da. Der ist auch wieder da. Ich nehme Gregoritsch. Ich nehme Gregoritsch ganz knallhart. Da gibt es kein Wenn und Aber. Die haben ja alles zurückgesetzt, die Wichser, oder was? Tatsache, ey. Das sind auch kleine, miese Wichser, ey. So, Ashton Götz. Glaub mir, der wird gut, ey. Der wird wirklich gut.
Der kann noch richtig gut werden, ey. Genauso wie Marcos. Der wird auch wahrscheinlich noch richtig gut. So. Ja, komm, machen wir den hier auch nochmal. Aber nein. Lange Bälle. So, das musst du können. Alles klar. Gut gemacht, Gregoritsch. Ärgerlich. So, dann Transferspieler verkaufen. Verliehen 2 Jahre. Und echt? Haben sie 2 Jahre verliehen? Hui. Alles klar. So, alten Säcke weg. Siehst du? Auf Transferliste setzen. Bei Vertragsende? Achso. Ich dachte, das ist schon Vertragsende. Naja, okay. Dann Shiplock, ja, ist okay. Stieber. Ja, kann auch gehen. So, das war's dann erstmal. Und dann machen wir erstmal weiter. Turniereinladung. Ja, ja, stimmt. Siehst du, kann man ja machen. Tatsache. Oh, Geld, Geld. Wo ist Geld? Spieler und Schwierigkeit. Oh, in Frankreich. Obwohl. Oh. Ja, na wohl. Ah! Ja, komm, nehmen wir das. Da gibt's mehr Geld. So, 4 neue Nachrichten. Alles klar, Spieler hat den Verein verlassen. Katscha ist weg. Dann, ich bleibe gern. Blablabla. Es ist nicht leid. Ja, okay. Alles klar. Du bleibst hier. Punkt. Ende aus. So, mehr musst du mir nicht sagen. Ja, komm, einen Tag. So, zack. Siehst du wohl. Embolo, wo bist du? Ich brauch dich. Tom Schmitz, siehste. Schmitz, den habe ich noch voll verplant, ey. Ach, Mensch, Junge, Dominik, ey. Den kannst du nicht einfach so links liegen lassen. Den brauchst du doch auch. So. Dann im Tor brauchen wir erstmal nichts. Ich will Götz weitermachen. Ich will definitiv Götz weitermachen. Ich sehe, wie gesagt, immer mehr Potenzial in ihm. Und im Marcos sowieso. Ja? Ich glaube, Götz hat es richtig gut drauf. Ja. Ja. Aktuell ist aus Deutschland. Brauchen wir nicht? Wir gucken uns mal die Mannschaft an. Giroud, wir brauchen in der Innenverteidigung auf jeden Fall irgendwas. Ich weiß jetzt nicht, ich guck mal kurz. Hatte ich was auf der Liste? Oder hattet ihr mir irgendwas geschrieben? Stimmt, der Torhüter. War das der? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Wie alt ist er nochmal? Zeigen. 23, okay. Ha. Der ist schneller als der. Das ist so ein Tier, Junge. Ah, die Manndeckung ist hier besser. Und die Grätsche und die faire Zweikämpfe und... mehr auch nicht. Wer von euch beiden ist größer? 1,90. Aber oh, du siehst ein bisschen größer aus, glaube ich. Ah! 1,88. Ja. Haha, kann auch rechts spielen. Wo kannst du noch spielen? Du kannst nur Innenverteidigung spielen. Okay. Ja, komm. Wir machen mal eine Anfrage da. Und wir machen mal eine Anfrage da. So, Leroy Sané. Ja, müssen wir wahrscheinlich wie Manchester City 500 Millionen bezahlen. Dann machen wir auch nochmal eine Anfrage da. Weil Karius, ja, wir wissen, ist jetzt nicht der beste Torhüter. Warte mal, wie groß war denn der Torhüter? Nicht, dass ich jetzt hier... Ja, das ist eine ordentliche Größe. Ja, komm. Zack, weitermachen. Transferangebot. Marcelo Diaz, ihre Anfrage 16,5 Millionen. Na, dann hole ich mir doch mal den hier, oder? Komm, ich mach mal 13,5. Vielleicht... Lol, wo hab ich denn so... LOL! Alles klar, Kühne, danke. Weißt du Bescheid, ey. Alter Schwede, 110, ey. Ja, kein Ding, wa? Achso, ja, Diaz haben wir ja angeboten bekommen. Komm, ja, eigentlich können wir annehmen. So. Jeez.
Alter, fast 100 Millionen hat er uns gegeben, dem Millionär, ey. Krass, Alter, ey. Das ist ja krank. Hä? Achso, das ist für den Torhüter gewesen. Ach, ach, 21,5, wie viel war er wert? 21,5. Oh, scheiße, wie doof bin ich eigentlich. Okay, ja, komm, probieren wir es mal mit 15,5. Vielleicht haben wir dann so zwei Top-Innenverteidiger, ja? So, dann der Torhüter. Ja, komm, Alter, damit, so viel willst du jetzt auch nicht haben dafür, oder? Gibt jetzt 20 Millionen? Nein. Warte. Okay. Und dann gebe ich dir noch 5 Millionen oben drauf. Wie viel war er wert? 15 Millionen. Ja, komm, ey, das ist ja wohl ein Deal, ey. Eurini Adler, scheiße. Verdammt, hätte ich doch mal. Na, weiß nicht. Ha, Transferangebot Ashton Götz, genau, stimmt. Nee, ich werde das Angebot ablehnen, weil der spielt jetzt bei mir. Der spielt jetzt. Kann ich dir was fragen? Nee. Ja, du kannst gerne spielen. Ashton Götz, dich nehme ich mal denn da von der Bank, ne? Von der Leihliste streichen. Altintas. Nee, Altintas kann auf die Leihliste. Scheiße, jetzt blicke ich hier nicht mehr durch. Verdammt. Da. Da kann er gerne hin. Hinfliegen. Tschung. Dann, ja, wir werden heute ein bisschen anders spielen. Altintas spielt. Seit wann hat man nur so wenig Leute in der Bar auf der Bank? Hä? Macht doch gar keinen Sinn, dass man so wenig Leute auf der Bank hat, oder? Okay. Dann Gideon Young aus Sakai geht auf die Bank. Seit wann hat man denn nur 5 Spieler auf der Bank? Wundert mich jetzt ein bisschen. Aber gut. So, warte mal. Was können wir denn hier noch? Schmitz? Ich gucke jetzt die ganze Zeit noch, was man so machen kann. Ja, das war es eigentlich, oder? Hä? 5 Spieler auf der Bank? Das macht keinen Sinn. Alles klar. Spielen wir einfach mal. Oder? Spielen wir so? Wir können doch mal die Trikotnummer nehmen. Können wir mal die Trikotnummer ändern. Und zwar Karius kriegt die 5. 12. Bleibt bei der 12. Ashton Götz, ja. La sogar die 10. Wo ist Dings? Im Bolo? Die 19. Ne, er kriegt die 9. Dann Dietmeier die 2 aus Scholle. Ne. Jura die 5. Wer hat die 4? Wer hat die 4? Keiner hat die 4? Alles klar. Jan, du hast denn die 4? Du hast denn die 4? Ronny Markus bleibt bei der. Du behältst die 15. Wer hat denn die 11? Keiner, ne? Doch, Olic. Ja, okay, Olic ist noch okay. So. Den lassen wir wenigstens noch irgendwas. Heiter, 7 Minuten, ja, okay. Komm, mach doch easy hier. Das ist doch keine Herausforderung, oder? Hand! Herr Referee? Frank Buschmann? Rolf Fuß? Es geht also los in diesem Turnier. Heute das erste Gruppenspiel. Und Sie werden gleich zeigen wollen, dass Sie schon in guter Verfassung sind, dass Sie gut drin sind in der Vorbereitung. Ich bin gespannt. Und in der heutigen Partie heißt es HSV gegen Tottenham Hotspur.
Und so sieht die Startformation des Hamburger SV heute aus. Diese Mannschaft spielt heute im 4-2-4. So will Tottenham Hotspur also heute in die Partie gehen. Sie spielen das hier heute im 4-5-1. Fabrice Madulé ist der Unparteiische der heutigen Partie. So, es geht los. Das Turnier beginnt. HSV in den roten Hosen und den weißen Trikots. Von links nach rechts. Tottenham in blau. Von rechts nach links. Ashton Götz endlich mal wieder auch in der Startaufstellung. Und heute spielen wir mal mit einer ganz besonderen Aufstellung. Nicht schlecht. Ja, sehr viele junge Spieler spielen heute. Wie zum Beispiel Altintas, Götz, Marcos, Schmitz, Prestes. Die alle spielen heute. Ich weiß jetzt gar nicht. Bei Tottenham müssten das aber auch sehr, sehr junge Spieler sein. So, Götz kommt da noch hinterher. Starke Macht von Götz. Ich sag doch, der hat Potenzial, der Junge. Lasogga. Oh, verdammt. Der Pass da auf und geht dazwischen. Chudley. Ich müsste noch mal am besten gucken, was ihr sonst noch so unter die Kommentare geschrieben habt. Also unter den etwas älteren Folgen. Da vielleicht auch noch ein Innenverteidiger dabei gewesen ist, den ich vielleicht übersehen habe oder so. Verdammt. Altintas, ja, der ist wach, auf jeden Fall. Das ist schon mal gut. Wenigstens pennt er da nicht, aber weiter dafür pennt er hier. Von Tottenham. Finde ich auch nicht schlecht. Jung. So, einmal quer rüber zu Marcos. So gehört sich das doch. Sie haben den Ball. Oh, schade, ey. Der Lasogga, der muss nur schneller werden. Wie gesagt, dann ist das echt wie ein Messi. Stark gemacht, das könnte was werden. Nur, kommst du raus? Du. Kane, ein fantastisches Was war das denn bitte? Der stand ja da wie so eine Statue. Ja, da hat er die Situation blitzschnell erkannt und was war das denn? Die ganze Abwehr ausgehebelt. Absolut, Wolf. Das war gedankenschnell. Da konnten sie ihm nicht mehr folgen. Hä? 14 Minuten vorbei und das erste Tor ist gefallen. Verstehe ich jetzt nicht, aber okay. Oh, verdammt. Richards. Aber wie gesagt, kein Problem. Die Situation kennen wir, dass wir zurückliegen und die Mannschaft trotzdem auch fertig machen. Super Flanke! Richards! Ah. Der geht daneben, aber kein schlechter Versuch. Und das aus der Distanz. Aber die kann er. Das hat er schon oft gezeigt. Schön gemacht von Marcos. Jetzt presst es. Da ist Marcos wieder. Nein, aber ich wollte schießen mit dem. Oh nein. Oh nein. Oh Gott, das war jetzt zweimal Doppelfehler. Das ist auch nicht schlecht. Townsend. Na, komm. Starke komm. Flanke. Kane. Oh, der Ball Alter. Ist drin. Super Timing per Kopf. Das Tor sehen wir jetzt nochmal in der Verlangsamung. Tolle Flanke von Alles klar. Das muss er erstmal so hinkriegen. Ja, der Treffer gehört zur Hälfte dem Vorlagengeber, keine Frage. Ein klassischer Treffer per Kopf, den wir uns hier nochmal anschauen dürfen. Ja, das fängt schon bei der Vorbereitung an und auch der Abschluss ist natürlich absolut gelungen. Das war mal eine sehr starke Flanke, ey. Naja, wie gesagt, ist nur so ein Startturnier. Hier gucken wir, wie die Spieler spielen.
So sehe ich das immer. Man kann zwar so eine Menge Geld noch machen, aber ich muss ja ganz ehrlich sagen, genug Geld haben wir jetzt. Alles klar. Jetzt gibt's Abstoß. Ich glaube, in der Halbzeit werde ich Makarios auswechseln. Einfach nur so, aus Prinzip. So. Marcos. Tielemans. Oh! Schade, Altintas. Gut gedacht, schlecht gemacht. So, komm, Schmitz, jetzt gib mal Gummi da. Jo, alles klar. Wunderbar. Ja, Schmitz kommt da, ist er nicht so ganz wach. Stark gemacht, Gideon. Der Ball ist im Seitenhaus. Einwurf. Oh, noch stärker gemacht, Schmitz. Holtby. Ah, da sollte er nicht hin, der Ball. Aber gut. Aus. Das Abspiel war nicht gut. Einwurf für den Gegner. Tielemans. Oh. Hat auch nicht viel gefehlt. Nein, schade, Marcos. Ja, wunderbar. Der Ball ist draußen, es gibt Einwurf. Marcos. Komm, Tielemans, du bist doch schnell. Du bist doch schnell. Richards. Ha, ärgerlich. Ballbesitz ist weg, jetzt müssen sie dranbleiben. Oh, ey, die kriegen da auch jedes Mal irgendwie was dazwischen, ne? So. Scheiße. Komm her. Nein, ach verdammt. Kane. Den Zweikampf muss er jetzt annehmen. Marcos. Oh, so war er. Natürlich kein Problem. Oh. Er holt sich den Ball. Haben wir 2 Sekunden den Ball, ist er auch schnell wieder weg. Den Ball. Oh. Ja. Kommt problemlos. Nein. Der Ball ist weg und jetzt könnte der Gegner angreifen. Kane. Holtby. Tielemans. Ja. Ach, Aldin das. Aldi ist denn das? Bentaleb. Stark gemacht, Marcos. Schwach gemacht, Marcos. Und hat den Ball. Ja, das mit Prestes und Schmitz ist da noch nicht so ganz. Tielemans. Mein Ziel. Geht er rein? Oh Mann! Immer wieder abgefälscht, ey. Ich sag ja, die kommen irgendwie mit allem dazwischen. Oh. Komm, presst es. Nein. Oh, schade. Oh Mann, ey. Townsend. Kane. Kleber. Naja. Gute erste Hälfte. Jetzt so am Ende habe ich es doch so langsam raus mit der Mannschaft. Man muss sich ja erstmal wieder ein bisschen umstellen. Aber wie gesagt, Karius geht raus. René Adler kommt. Ja, das lassen wir nochmal so. Der Trainer hat ein Einsehen und nimmt ihn aus der Partie. Das war definitiv nicht sein Tag heute. Ja, so Karius, das war nicht ja gerade. Also das erste Tor habe ich jetzt nicht verstanden, was er da gemacht hat. Oh, schade. Komm, Kleber. Kommt jetzt der Ball in den Strafraum. René! Der Ball wurde gut weggefaustet. Das war ein Foul, da muss er natürlich Freistoß geben. Siehst du, schon ist er da. Der René Adler. Schmitz. Chetlin. Jay. So, komm ran da jetzt. Chetlin. So, jetzt stimmen wir auf sehr offensiv.
sogar. Boah, ja, fick mich fünfmal weg, ey. Was soll denn das? In der ersten Hälfte hat er richtig gut gespielt, oder Buschi? Na, die Führung haben sie auch ihm und seinen Toren zu verdanken. Wirklich eine gute Leistung im ersten Durchgang. Ja, Marcos macht das eigentlich relativ gut. Oh, da kam die Flanke rein, aber es ist keiner da. Ja, alles klar. Schatz. Nein, ja. Na, auch, Mensch, Kinas, ey. So, jetzt müssen wir mal kurz da auswechseln. Und zwar Schmitz. Nee, Presses gefällt mir ein bisschen mehr als Schmitz heute. Mit dem Ball ins Aus, da war unter Druck. So, dann können wir da ein bisschen mehr über die linke Seite mal, rechte Seite machen. Oh, Scheiße. Schatli. Ja, mit dem Kopf durch die Wand ist nicht immer so eine gute Sache. Da wird er gestört. Oh, sicherlich. Das eben gerade an Luis Holpi war kein Foul, oder was? Das ist doch lächerlich. Immer wieder. Aus dieser Distanz schon wieder Abschluss. Ich hasse Abschluss, ne? Weil das Spiel dann immer so langsam wird. Ich vermute, dass er sich da ein bisschen überschätzt hat. Komm, oh, dreh doch weg! Ach komm, oh Mann. Oh Mann. René Adler. Super Aktion. Klasse mitgespielt hier und das wird von Torhütern heute ja auch verlangt. Das verstehe ich auch an FIFA irgendwie nicht, ne? Dass sie so eine Scheiße da machen. Er lässt sich da nicht aufhalten. Die Flanke kommt gut rein. Da fängt er die Flanke ab. So. So, stark gemacht, Nikolai. Oh. Gut Druck gemacht. Was ist das denn? Auch immer wieder ziehen und ziehen und ziehen, ey. Das ist doch. Mann. Ach, komm hier. Sie holen sich den Ball. Das war wieder nichts, oder was? Ach komm, ey. Weißt du was? Jetzt. Nikolai Müller. Ja. Schluss mit lustig. Er köpft den Ball. Oh Gott, ist der hochgesprungen. Der Ball kommt gut. Thielemans. Da ist der Torwart da. Jawohl. Und den kann er nicht halten. Altintas, bist du groß, ey. Sie lagen schon deutlich in Rückstand, aber jetzt haben sie den Anschlusstreffer geschafft. Und das gibt Rückenwind, das kann ich dir sagen. Plötzlich geht alles wieder ein Stück leichter. Ja, aber schön gemacht, Nikolai. Ist in Sicht. Und all die das, ach und alle Mann da. Natürlich überhaupt kein Problem, diesen Ball zu versenken. Jetzt steht es hier 2-1. Eine enge Kiste. Ja, was Edinson Cavani angeht, da sieht es ganz danach aus, als könnte er in Kürze für Borussia Dortmund spielen. Da gibt er Freistoß. Gute Möglichkeit. Jetzt gibt es die gelbe Karte. Vertretbar, denke ich. Nee, nicht vertretbar. Oh. Ich hab's gewusst, Junge. Das wäre es fast gewesen. Nee. Wäre nichts gewesen. Kein guter Abstoß, der Gegner am Ball. Was? Das muss ein Elfmeter sein. Ey, das ist doch nicht. Das ist einfach nur lächerlich. Dabei liegen sie ja schon hinten und jetzt Delva ist drin. Nee. 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 Das hat er erwartungsgemäß erledigt. Wirklich souverän gemacht. Auch auf diesem Niveau nicht selbstverständlich. Der neue Spielstand lautet jetzt also 3-1. Jung. Komm, Alter, halt ihn das! Lamela. Jetzt geht, da kommt der Schuss. Nee, der ist doch heiß. Nee, mein Freund.
Geh vorbei. Wo ist Marcos nochmal? Holtby. Ey, oh, das ist doch ein Witz, Alter. Oh, Hand. Es gibt Einwurf, der Ball ist im Aus. Meine Herren, ey, Jungs, ey, was wird das? Und nun ein Schuss. Ganz starke Aktion vom Torhüter. Schade, ey. Klar, sogar, was wird das denn, ey? Wir sind nicht im Zirkus, ne? Erstmal keine Gefahr mehr. Gut gelöst. Das war so bescheuert. Oh, nee, ey. Das ist eine echte Top-Atmosphäre heute hier im Stadion. Die Fans wollen es heute aber. Lasogga! Jawohl, schön, Lasogga! Schöner Schuss. Jetzt ist hier nochmal richtig Feuer drin. Noch ein Tor. Dann packen sie den Ausgleich. Dass die hier nochmal zurückkommen, das ist Wahnsinn. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer ja, anderen Schusskraft an. Gefühlt 100, ja. Genauigkeit 90. Da ist alles drin. Alles klar? Alles klar! Lamela spielt den Ball direkt zurück. Richards. Ey, das gibt's doch nicht, ey. Also in der Verteidigung irgendwie verdammt schwach. Oh nee, komm, ey. Partie ist unterbrochen. Nicht so. Ich hasse Zeitspiel, ne? Den Ball wirft er schnell ein. Kleber. Lasogga. Starke Machgötz. Mit ihrer Passsicherheit kontrolliert sie die Partie gerade. Nein. Gut. Können wir noch holen? Aaron Hunt. Ungewohnt, aber heute kommen seine. Oh nein, das kann nicht wahr sein! Das gibt es nicht! Warum steht da niemand von euch? Jungs, wo seid ihr denn alle? Ja, das könnte ihre letzte Chance sein, hier zumindest noch auszugleichen. Das ist... Oh Mann! Schade, ey. Naja, kann man aber nicht, ja, denke, jetzt nicht sagen. Diese Partie hätte auch gut und gerne unentschieden ausgehen können. Ja, das erste Tor war so doof. Das habe ich irgendwie nicht verstanden. So ganz. Aber naja, da sieht man doch wieder, Karius muss weg. Ja. Das war's. Ja, die erste Folge der neuen Saison. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Also, bleibt dran. Ja, nächstes Spiel gegen Monaco gewinnen wir. Ja, das ist klar. Also, dann tschüss. Habt noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen.